Meine Community ist zu stark. Meine Community ist zu stark. Oh Keiner kann mein mich packen. Gott, du hast eh nur diese Jenny, sonst hast du eh niemanden. Nein, viele. Quintus, Andy, viele, viele andere. Leute, weiter, weiter, Komm, weiter, Leute, Salim, weiter, hier ist weiter, eine Anzahl. weiter. Veronika, vielen Dank. Siehst Tester, du. du Verräter. Gegen koreanisch-islamische Lilien, Propaganda. danke schön. Weiter, 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 komm. Leute, Leute, 2 Wochen. Ihr irgendwer wollt doch nicht kann das irgendwann etwa noch 2 Wochen rausballern, Pause von Leute. Islamhetze. Turbo, Turbo, sauber, Button. Genau das. Genau das. Super. So, extra Stream. Ihr sichert euch jetzt gerade den extra Stream, wo ich Vollgas geben werde. Zehn Vollgas. Sekunden, Leute, zehn Power. Sekunden. Von erster bis letzter Sekunde. Komm jetzt, Sieg sichern, Sieg sichern. Leute, wer Komm. ballert noch? Wer ballert noch? Sauber, weiter, 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 weiter. Nichts wird geballert, nur bei mir. Ja. Sauber. Danke, Jenny. Danke, Waldi. Danke an alle. Schade, Leute, Danke, aber danke Polis. trotzdem. Junge, Haus hoch verloren. Haus Sei hoch leise, sei leise. verloren. Ah, wo ist jetzt dein Elon Musk? Was kann ich jetzt sagen? Jetzt kann ich Elon Musk beschimpfen. Beschimpfen Jetzt, du es, jetzt wirst du beschimpfen, sagen, jetzt beschimpfen wirst du Elon Musk sagen, ruhig. jetzt wirst du öffentlich sagen, wir brauchen wieder Kreuzzüge, sagt Tesla. Muss das sein? Du sagst jetzt, wir brauchen wieder Kreuzzüge. Laut und deutlich, dass dich jeder Moslem hören kann. Wir brauchen wieder Kreuzzüge. Ja! So! Geh Von mir jetzt, aus können Junge, wir auch geh. deine Tesla-Elektroautos benutzen für diese Kreuzzüge auch, wenn du Tesla willst. Elektroautos sind die besten Autos, Alter. Elon Musk weiß schon, was er tut. Oh Mann, morgen wirst du so einen Shitstorm bekommen auf TikTok. Tesla anruft zu Kreuzzügen auf. Jetzt hast du es dir verschissen. Jetzt hast du es verkackt bei deinen muslimischen Unterstützern. Ich. Bruder, du haust mich da in diese Dings-Ecke, aber von mir aus. Oh Mann. Alles gut, alles gut. Ich Tesla sehe anruft alles. zu Kreuzzug auf. Ich sehe alles, Junge, jetzt wirst du TikTok-Sperre. eine Ansage nach der anderen bekommen. Bruder, die bekomme ich sowieso schon. Ich bekomme genauso viele Drohungen wie du, Irfan. Tu jetzt nicht so, Danke, als wäre Baby. ich. Keine Ahnung. Was willst du jetzt machen? Ich bin selbst eine Bedrohung. Als Bedrohung kannst du nicht mehr bedroht werden. Du bist die Bedrohung, du bist die Bedrohung. Komm, machen wir noch ein Match. Ja. Willst du Verlierer verlieren? macht Ansage an Arafat. Okay. Verlierer Okay? macht Ansage an Arafat. Verlierer macht Ich weiß Ansage an sogar, Arafat. ich kenne sogar einen, der macht mit ihm ab und zu Livestream. Okay. Und was für Leute, eine alle tippen, Ansage? Verlierer macht Ansage an Ich mache Arafat, wegen Leute. Islampropaganda. Leute, alle tippen, Okay. Verlierer macht Ansage Ich an werde Arafat. Ansage an Arafat machen und ihn im Livestream erwähnen und zeigen, reagieren auf ein Video, wo er auch über Anscheinend will er mich das. Leute, schickt es andeutet. bei mir, er will das eh, Leute. Leute, Verlierer macht Ansage an Arafat, Leute. Alle tippen, Leute, alle tippen. Hey, ich habe sogar Mitleid, nicht, dass du umgebracht wirst oder sowas. Tesla. Alles Ich gut, habe Angst Alter. um dich. Die Ja, Eier alle hast du tippen, nicht. Leute, alle tippen. Leute, alle tippen, Leute, alle tippen, alle tippen, Leute, alle tippen. Verlierer macht Die Ansage an Eier Arafat. hast du nicht, sagt er. Werden wir sehen, werden wir sehen. Adler, Dankeschön. Leute, weiter, 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 Leute, weiter, weiter, weiter. Gott lebt. Aber Tippen, danke, teilen, Gott Gas geben, lebt. Leute, tippen, teilen, Gas geben. Danke, Gott lebt. Die Eier hast du nicht. Werden wir sehen, ob ich die Eier dafür habe. Die Ich Eier werde hat eh er echt gewinnen, nicht. aber selbst wenn Leute, ich verliere. lass mal ihn mal sehen. Ob er Ansage an Arafat macht, Leute. Alle mal tippen, Ich Leute. habe Alle mal heute tippen. Ansage an Flair gemacht. Warte, lass mich reden. Ansage Geht an bitte Flair. mit Flair Flair. ein Espin. Warte, Leute. warte, warte. Flair, du hast ein großes Maul bei AfD Wuppertal. Ja, bei AfD Wuppertal hast du ein großes Maul. Gegenüber AfD Wuppertal, wo du weißt, dass das seriöse Politiker sind und nichts machen. Wenn du wirklich dich traust, wenn du wirklich so hart und stolz, bla bla bla, dann lass uns das im Ring testen. Lass uns bei Promi-Boxen machen. Ich gegen Flair und wir werden sehen, was passiert. Ich sag, du überlebst die erste Runde nicht. Vier Ja. Rosen, Leute, Ich vier habe dir das Rosen. geschickt.
Er hat gesagt, ja, komm nach Wedding, komm nach Schöneberg, komm nach Drei bla bla Rosen noch, bla. Leute. Drei Rosen Bruder, noch. lass uns das fair im Ring machen. Ja, ein integrierter, assimilierter deutscher Patriot wie Mal ich, zwei, Leute. Mal gegen zwei. einen Flair, der bei Kanaken sich einschleimt, der bei Moslems sich Stehen. einschleimt Leute, weiter, 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 weiter. und Mal zwei, der mal zwei, mal Lutscher zwei. ist. Ja, Mal ich zwei, mal sag zwei, mal öffentlich. zwei. Sag mal kurz leise. Ich sag öffentlich, Flair ist ein Schalt mich Lutscher stumm, schalt mich und hat stumm. gar nichts drauf. Nichts Leute, hat mal Flair zwei, Leute, drauf. mal zwei. Und der hat mir immer noch nicht geantwortet. Ich warte auf die Antwort. Er hat sicher Angst. Du weißt schon, ah, Ja, Wurst. werden wir sehen. Leute, mal zwei, Aber Leute, mal zwei. weil er weiß, dass ich ihn zerlegen würde. Ja, aber gegenüber irgendwelchen Berliner Polizisten, bla bla bla, dann kann er groß reden. Leute, mal Aber zwei, wenn Verlierer wir im macht ganz Ring arg an stehen, dann Arafat. sieht es anders aus. Wer Flair? Der hat ein persönliches Problem mit Muslimen. Ja, sage ich ihm doch die ganze Zeit. Ja, ich habe ein Problem, auch ein persönliches Problem. Ja, habe ich. Und jetzt? Und jetzt? Wie weiter? Ich habe auch ein Das persönliches hindert dich Problem, danach, ja. rational zu denken und fortschrittlich zu Ich denken. denke rational, Mann. Komm mir nicht mit rationales Denken. Das Na wird sicher überbewertet. rationales Rationales Denken, Alter. Denken. Also, Flair, ich bin so gespannt, ob er sich traut, Mann. Aber ich kann mir denken, er wird sich eh nicht trauen. Ja, großes Maul. Ich glaube, Wir er haben ist im Halbserbe, Internet halber bla Mann. bla bla und dann werden sehen. Ja, hier seine Dis ey, wie erbärmlich, wie erbärmlich. Das sind genau diese Leute, Leute Luschen. sind Ja, dumm, ich bin Deutscher, hart, stolz, bla bla bla. Und dann distanziert er sich von AfD. AfD, beste Partei. AfD, einzige Rettung in Deutschland. Ja, jeder muss und soll AfD wählen. Jeder, der einen Funken Patriotismus hat, wählt AfD. Ja? Und der Schisser tut immer auf hart und dann hat er sich eingeschissen und dann, ich habe nichts mit der AfD zu tun, ich habe nichts mit der AfD zu tun. Ja, gleich hier Distanzeritis, Feigling, Flair. Was für ein Distanzeritis. Feigling. Ja, er leidet an Distanzeritis, ja. Richtiger Feigling. Ja, Leute, bitte mal jetzt hast alle, du die bitte, bitte, Möglichkeit zu bitte. zeigen, wie hart du wirklich bist, Flair. Werden wir sehen dann. Aber traust dich eh nicht, Flair. was heißt. Schleimt sich bei Moslems ein, schleimt sich bei Migranten ein, aber gegenüber Deutschen und Patrioten, da reißt er sein Maul auf. Das sind die Besten. Das sind mir die Besten, Alter. Kuschen vor Moslems, kuschen vor 30 Migranten, aber Sekunden. dann bei AfD und bei deutschen Patrioten, bah, 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 dann reißen die ihr Maul auf. Leute, 10 Sekunden noch. Verlierer macht Ansage an Arafat. Tesla, du Ja. machst Ansage an Arafat. Ich habe Ansage an Irfan, wann Flair macht gemacht. Stürzenberger TikTok? Weiß ich nicht. Er ist nicht so, ich glaube, er ist nicht so TikTok-Fan. Sauber. Also, Er ist zumindest Tesla, so, du weil er machst alt ist. Ansage an Arafat. Ich habe Leute, ihr seid Ansage an Flair schwach. Leute, gemacht. schwach. Schwach, 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 Hey, schwach, schwach. Sio, hast du echt einen Stream mit Flair? Das glaube ich nicht. Hat er zugestimmt oder was? Danke schön. Hey. Ich bewirb den Stream, alles Mögliche, aber dafür musst du ihm die Frage stellen, ob er meine Herausforderung annimmt. Du musst ihn darauf ansprechen in deinem Stream mit Flair. Ihr Fan hat Angst. Emre. Angst. Angst. Okay, ich muss Ansage an Arafat machen, oder? Ja, mach Ansage an Arafat. Okay. Arafat, Mach ich vor sehe, den dass zu du 1 gegen ein. 1 heraus. Vor den 1 gegen 1 Nein, heraus. warte, lass mich reden, lass mich Ansage Komm machen. bis hinten. Arafat, Ich du komme warst mit dir dabei. mit. Wir fahren zusammen Und er von lässt dich nicht mal Wien nach Ansage Berlin. machen. Was? Dann mach du die Ansage, dann mach du die Ansage, wenn du schon so viel reden willst. Wir fahren von Wien aus zusammen zu der Villa von Arafat und du machst dann Ja. Ansage direkt. Okay, passt, dann machen wir es so. Ich wollte es zwar machen, aber ja. Aber Ich der ruft hatte dann gar nicht viel. Verstärkung. Er ruft dann Verstärkung und dann kriegen wir aufs Maul. Kriegen wir aufs Ich schaffe Maul. ein, zwei, drei, vielleicht vier Leute, aber ich schaffe nicht Aber fünf, hier sechs, fahren. sieben, Eine zehn von Frage. denen. Was? Was Drei, ist vier auf? schaffe ich, aber mehr als vier wird schwierig dann. Ja, da helfe ich dir von mir aus. Aber was ist dir wichtiger? Mars besiedeln oder
Kreuzzüge machen wie im Mittelalter. Ja, nee, wir müssen ja nicht mit, wie im Mittelalter mit Schwert, sondern wir können schon moderne Waffen nutzen. Ja, Egal, wir können schon Kreuzzüge auch. in welcher Form auch immer. Was ist für dich Okay. wichtiger? Hey, wenn ich diesen Marsbesiedlung? Mars sehe, wenn ich diesen Mars sehe, ich kriege Depressionen, wenn ich diesen Mars sehe. Wer will auf diesem Planeten leben? Schau Was dir mal meinst die du über Erde Mars? an. Grün, wunderschön. Mars und so ein roter, als ob Moslems da wohnen. Nur so, so, wie so ein, nur so Dünen und so ein Sandhaufen, alles so Mars ist so ein roter Sand. roter Steingebirge, ja. Aber man Ja, kann auch rote da grüne Steingebirge. Pflanzen. Da können wir die radikalen Moslems zum Mars schicken und auf den Mars jagen und dann können sie dort weiterleben. Die sind ja gewöhnt, roter Steingebirge. Ich nicht. Ja, ich mag grüne Wiesen, ich mag deutsche Wälder, ja, deutsche Wälder, Berge. Das mag ich und nicht irgendwas, irgend so eine Einöde auf dem Mars, Alter. Wer will auf dem Mars leben? Da kannst du mit Elon Musk und ein paar Moslems mitnehmen, dann könnt ihr auf dem Mars leben. Oh mein Gott! Ich Also ich stehe bleib mehr auf lieber Strände als Berge. Strände. Ich bin eher der Strand- und Meermensch als Berg und. Ja. Bist du auch so einer, der so gern wandern geht und so? Nein, ich bin auch eher so ein Strandtyp. Ja, ich bin eher Ja, eben. so ein Strandtyp. So ein Sunnyboy, so ein Beachboy bin ich eher so. Leute, lass mich nicht verlieren, Leute. Tippen, tippen, tippen. Hey, um was geht's eigentlich? Gibt es nichts mehr. Das haben wir nichts Doch, ausgemacht bei doch, dieser mir fällt Runde. schon was ein. Mir fällt schon was ein. Ja, aber um deine Frage zu beantworten, ja, natürlich. Mir wären Kreuzzüge viel lieber. Emre, dein Sohn wird Hans. Wenn du einen Sohn hast, den ändere ich seinen Namen dann in Hans. Emre Yildirim. Ja. Und deine Tochter heißt dann Katrin. Ja? Den Namen deiner Tochter ändern wir in Katrin und wir verheiraten sie mit so einem richtigen Deutschen. Mit so einem richtig Schweinefleisch fressenden, unbeschnittenen Deutschen wird die verheiratet dann. Gut, oder, Emre? Aber Schön, oder? Leute, da muss ich den Irrfan echt geben, Schwein schmeckt wirklich gut. Ich hatte heute Schweinsmedaillons mit Kroketten und Spargel eingeklemmt in Speck und das war wirklich lecker. Also, meine Forderung ist, und jeder unterstützt mich jetzt, der für diese Forderung ist, Schweinefleischpflicht an deutschen Schulen und österreichischen Schulen. Jeden Tag Pflicht für alle muslimischen Kinder ein Leberkässemmel essen. In der Pause. Also, Es gibt auch Leberkässemmelpflicht in Pferdeleberkäse. Österreich für muslimische Kinder. Komm, wir wollen die Leberkässemmelpflicht. Leberkässemmelpflicht an österreichischen Schulen für muslimische Kinder. Komm, Leute. Oder wieso provozierst Unterstützung. du sie so? Aber ich gehe jetzt ehrlich. Unterstützung. Wieso? Schau, ich mache ja nur so auf lustig, so weißt du. Aber du machst ja so richtig hardcore, Bruder. Hardcore. Ich kenne nur Hardcore. Ich mache keine halben Sachen, Tesla, wie du. Hey, Leute, was ist los, Mann? Leberkässemmelpflicht. Oh mein Ihr Gott, wir seid doch nicht gegen die gewinnen! Leute, wir Leberkässemmelpflicht. gewinnen! Leute, wir gewinnen! Komm, Gas geben, Gas geben, Gas Weiter, geben! weiter, weiter, Leute, Gas aufpassen, geben! aufpassen! Wir nehmen seine 80er, wir nehmen seine 80er, wir nehmen Nein! seine 80er! Das war für Elon Musk, für Mars-Projekt, für Tesla, für SpaceX, für Neuralink, für all diese Unternehmen, die Also ich Irrfan bin wirklich zu enttäuscht. einer Ich bin wirklich enttäuscht. Technologie-Zukunft. Vor allem von den Österreichern und von den Leuten aus Bayern bin ich enttäuscht, dass ihr die Leberkässemmelpflicht nicht energisch genug unterstützt habt. Also jetzt bin ich wirklich enttäuscht. Wenigstens von Naja, den Leuten aus wir können ja Bayern und aus Österreich die Leberkäse ja trotzdem hätte ich essen. erwartet, dass sie für die Leberkässemmelpflicht Die sind. Leberkäse können wir ja trotzdem essen. Elon Musk bringt uns zum Mars. Und dann, Irfan, stell dir vor, dann haben wir andere Planeten, die uns zur Verfügung stehen. Stell dir das Junge, mal vor. du hast zu viel Dragon Ball Z geschaut, glaube ich. Das erinnert mich Nicht an Dragon Dragon Ball Ball Z. Z, eher Star Trek. Es geht eher in Richtung Ja, Star Trek. wo sie diese Saiyajins in solche Raumkapseln an Planeten schicken und die dann diese Planeten alleine erobern. Ganz ehrlich, ich habe Dragon Ball Z nie geschaut. Ich habe die Dragon Ball Serie komplett ausgelassen. Ich habe One Piece geschaut. Ich habe Das One erklärt Piece war alles, cool. Beslan.
Das erklärt dein alles, deine Einstellung zu Islam, dass du One Piece geschaut hast anstatt Dragon Ball. Warte kurz, was hast du gegen One? Warte, na, jetzt wird's persönlich. Was hast du Junge, gegen One One Piece, Mann? Piece. Allein schon Was das hast Wort du gegen Peace. One Piece? Allein schon das Wort Peace. Das ist nicht das Kreuzzüge. Peace-Peace. Kreuzzüge, nicht Peace. Bruder, er weiß nicht einmal, welches Peace bei One Piece benutzt wird. Das ist nicht das Friedens-Peace, sondern das Peace für One Piece ist eins übersetzt ein Stück. Trollt er mich, oder trollt er mich gerade? Das ist nicht dieses One Peace-Frieden. Piece steht für eine Weltregierung, Mann. Frieden, eine Weltreligion, eine Weltregierung. One Piece. Ein Frieden für One die Piece ist Menschheit. der Schatz, den sie suchen. Der wird Nein. One Piece genannt. Bruder, ich kenne mich aus mit Nein. One Piece. Was redet der? Nein, sie meinen Komm schon damit One jetzt. Piece, Peace auf der Erde unter einer Weltregierung und einer Weltreligion. Das wollen wir nicht. Wir wollen Kreuzzüge, kein Peace. Reden wir vom Anime One Piece oder was redet der? So, Leute, Schrein gegen ist den schädlich Peace. und wurde wissenschaftlich bewiesen. Das ist Blödsinn. Junge, dein Tesla hat Sucuk recht. ist schädlich. Ihr Dein von Sucuk ist Trollkisser. schädlich und wurde wissenschaftlich bewiesen. Döner ist schädlich und Ufo-Gopier, wurde danke schön. wissenschaftlich bewiesen. Fünf Gammelfleisch-Döner ist gesundheitsschädlich. Rosen, Leute, fünf Rosen. One Komm, Piece. Ja, ich Leute. weiß auch nicht, was der hier von da redet. Von One Piece hat er Gegen keine Ahnung. Drei Rosen Sucuk. noch, eine Rose noch. Gegen Tesla Hahn und gegen Sucuk und Halal-Döner. Und für die Leberkässemmel und für die Kreuzzüge. Ganz ehrlich, Döner esse ich auch gern. Was haben wir gegen Döner jetzt? So radikal sind wir auch wieder nicht, dass wir jetzt. Ich gehe auch gerne iranisch essen und generell Ja, türkische Küche okay. liebe ich. Leute, eine Rose. Was hat persische Küche mit Islam zu tun, du Followers? Das gab Bruder, es habe schon ich vor niemals gesagt, Islam, dass das was persische mit Küche. Islam zu tun hat? Für die Aber, warte, Einführung von Irfan, Schweinedöner. wenn man kurz einmal Komm, wieder Leute, auf für eine die höhere Einführung Niveau von reden. Schweinedöner. Leute, mal drei, Leute, mal drei, mal drei. Mal drei müssen wir ausnützen. Döner aus Gegen den Schweinefleisch. Döner und für die Leberkässemmel. Leute, für die Leberkässemmel Leute, und mal gegen drei den ausnützen, Döner. Leute, mal drei ausnützen. Mal drei ausnützen. Leute, der Irfan, der pusht mich sogar in eine pro-muslimische Richtung. Das gibt's ja nicht. Leute, mal drei ausnützen. Leute, gegen diesen Sucuk und Döneresser. Für die Aber, Irfan, Leberkässemmel und darf ich gegen dir diesen mal Sucuk und sagen, Döneresser. in den Oh Mann, 50ern, bitte schmeiß diesen Türkisch raus. Ich kack auf türkischer Name Leute, und drei, auf weil, dein oh mein Gott, Profilbild und Leute, auf deinen mal Namen drei und nicht auf alles. ausnutzen. Schmeiß den mal raus, Mann. Ich kann den nicht mehr sehen da. Irfan, hör mal kurz zu, bitte, hör mal kurz Was? zu. Wer hat den radikalen Islam in Iran, also diesen, Ich kacke auf deine Flagge, Lilie. Lilie, auf dich und auf deine Flagge. Weiter. Wer hat den Was? radikalen Islam dort Und? im Iran eingebaut? Wer war das? Ja, die Moslems schon, Die als sie. Briten waren das. Großbritannien war das, um den o Mittleren Osten zu destabilisieren. Oh. Oh, Wir haben Tesla braucht Nachhilfe. diesen. Tesla braucht Nachhilfe im Geschichtsunterricht, wie ich jetzt gerade Ach so, merke. stimmt das nicht? Hat man mir das falsch beigebracht in den österreichischen Schulen? Das waren die Hey. Briten, die den radikalen Islam dort 1950 Hey, waren Iran. Sucuk-Fresser. Die hatten Bikinis an. Die waren Hör mal bauchfrei, die zu. Frauen. Sucuk-Fresser, hör mal zu, Döneresser. Ich esse kein Sucuk. Ich Islamisierung. weiß nicht mal, was das ist. Islamisierung Persiens. Hey, Dean, halt mal bitte kurz dein Maul, dass ich mich hier darauf konzentriere. Schmeiß mal diesen Dean raus. Islamisierung, danke an alle. Islamisierung Persiens Ja. liegt viel, viel weiter zurück als das, was du jetzt sprichst hier, als das, was du hier redest von, was weiß ich, Iran und Briten und was weiß ich. Das ist ganz andere Geschichte, mein Freund. Ganz andere Geschichte. Aber glaubst du Warte, mir, warte, ich dass muss es kurz diese Toilette. Wiedergab Warte, ich muss. 1950 von Iran, die so modern waren wie Westeuropa Warte, heute? ich muss als Stärkung eine Leberkässemmel essen. Ich komme gleich. 30 Sekunden. Bis Du gleich. brauchst 30 Sekunden für eine Leberkässemmel. Ja, Leute, das ist ich doch kein stopfe mir Blöd. rein. Du stopfst dir eine Leberkässemmel. Du hast So, einfach Leute, so macht euch Leberkässemmel zu bereit. Hause?
Frag, warum Irfan türkischen Namen hat. Wurde schon gefragt bei ihm. Er hat gesagt, das ist egal. Aber das ist doch kein Blödsinn. Der radikale Islam wurde von den Briten dort integriert, um die Zone zu destabilisieren wegen Öl. Das ist doch kein Blödsinn, oder? Du hast zwei Master und lässt dich von einem Sonderschüler Trottel nennen. Wer hat mich Trottel genannt? Irfan ist doch kein Sonderschüler. Irfan, bist du Sonderschüler? Der hat doch ein Buch geschrieben. Der ist doch auch ein bisschen Gelehrter, oder? Der Westen hat Asien destabilisiert. Worum geht es hier gerade? Warte, lass mich das einmal googeln, okay? Was ich weiß, ist, dass die Briten diesen radikalen Islam dort integriert haben. Wie hieß diese Gruppe? Persien 1950. In Iran. Okay, hör jetzt zu. Jetzt kriegst du ge gratis Geschichtsunterricht, du Ja, Ahnungsloser. Chefin der Persien, NATO. Persien, Persien wurde schon viel früher islamisiert. Ja, Persien wurde schon, als die arabischen Muslime aus der arabischen Halbinsel vorgedrungen sind gegen die Römer und gegen die Sassaniden, gegen die Perser, da wurde Persien schon islamisiert. Da. Und das, was du meinst, ist, Ja. als Mutter Sadek, dieser Kommunist, an der Macht war. Ja. Chef, dieses A Berlin und jetzt. Medienschau. Warte, ich muss kurz auf ein Video eingehen. Ein 1,40 großer, kleiner, glatzköpfiger Albaner ist einmal in einen Livestream gekommen und hat gesagt, ja, hier, komm, treffen wir uns, bla bla. Ich habe gesagt, ja, woher bist du? Wo bist du? Wo wohnst du? Und er sagt, ja, Berlin. Und dann sage ich, ja, und Berlin. Und jetzt, was ist jetzt? Und dann haben sie dieses Video geschnitten. Und was war danach? Was war danach? Danach ging es noch ein bisschen hin und her und dann beim nächsten Livestream ist er gekommen, ja, Irfan. Ja, ich wollte mich bei dir entschuldigen, bla bla bla. Den Teil, wo er sich bei mir beim nächsten Stream entschuldigt hat, den habt ihr rausgeschnitten, oder? Ja. Er hat sich Ja, egal. entschuldigt. Auf jeden Fall zurück zu dir, Tesla, Ja, Geschichtsunterricht. okay. Also, Ja, okay. Geschichtsunterricht. Persien wurde schon viel früher. Das, was du meinst, ist, als Mutter Sadek gestürzt wurde, ja, in einem Ja. Putsch, welches angeblich die CIA unterstützt haben soll. Ja. Und genau, und dann haben die Kommunisten und die Islamisten und die Kommunisten haben sich verbündet, ja, haben sich verbündet und dann haben die Islamisten die Kommunisten ausgelöscht und sind an die Macht gekommen. Das ist der Hintergrund. Aber es gibt doch diese Bilder, wenn das, was du sagst, stimmt, dass der Iran. Jetzt bist du weg irgendwie bei mir. Leute, vier Rosen, Leute, vier Rosen. Der NK7, Dankeschön. Drei Rosen noch, Leute, drei Rosen noch, zwei Rosen noch. Frag ihn, warum er seinen islamischen Namen nicht ändert. Hat er schon gesagt? Es ist trotzdem sein. Hat er schon gesagt? Leute, zwei Rosen noch, Leute. Zwei Rosen. Wo ist er hin, Alter? Ich schwöre es, der redet von deutschem Dienst. Warte. Ja, jetzt bin ich da. Was ist los? Was? Was Du, hast du mein gesagt? Freund Ich habe dich hier Irfan, gehört. Warum ich meinen Namen willst nicht doch ändere? die Bilder Warum? von Ich will meinen Namen nicht 1940. ändern. Warte, lass mich kurz was sagen. Die Bilder von 1950, wo die in Iran, die Frauen, bauchfrei fast schon europäisch herumgegangen sind, das kann doch nicht gewesen sein, wenn es schon immer Islam Junge, war. Junge, das war, weil es kein Islam gab, weil Islam damals schwach war. Nur deswegen gab es diese Bilder, Mann. Und dann, als Islam kam und dann der islamische Mullah-Staat da etabliert wurde, die Mullahs an die Macht kamen, schau dir das jetzt mal an. Schau dir das jetzt mal an. Alle Ja, Frauen aber das haben doch die Kopf Briten, zu das fliegen haben und doch die werden Briten ja ausgepeitscht. integriert. Nein, Mann, das haben die Briten nicht integriert, Mann. Das war diese islamische Strömung, die es schon vorher gab. Die Mullahs gab's schon davor und die sind selbst an die Macht gekommen, Okay. weil die Leute das unterstützt haben. Deswegen, das hat nichts mit den Briten zu tun. Welches Interesse haben Briten, radikale muslimische Mullahs an die Macht zu bringen? Um Überhaupt die, um die, keine. um die, um die, um die,
Religion zu destabilisieren und um schneller und billiger ans Öl zu kommen. Das wäre so ein Motiv. Aha. Ja, weil die radikalen Moslems das Öl so schnell und billig hergeben an die Briten, oder? Hä? Stimmt doch gar nicht. Die werden, Siehst du naja. ein Tesla? Siehst du? Deine Argumentation macht keinen Sinn. Lass danach ein bisschen Diskussion machen. Ich will ein paar Moslems fetzen. Ein Okay, bisschen okay. Zerfetzung machen. Dann gehe ich raus. Aber Irfan, nimm mich trotzdem auf diesen Kundgebungen mit. Ich bin so deine rationale Mitte. Kommt darauf an, was du sagst. Ich sag dasselbe wie du. Aber Wenn du ja. sagst, radikale Moslems mit Hilfe von Elon Musk auf den Mars abschieben, dann okay. Aber du Was? musst Dann diesen sag Satz ich sag sagen. dann genau das. Ich sag dann genau das. Hey Moslems, geh mal Okay. zusammen zum Mars. Ich komme sogar mit. Wenn du das sagst, passt, dann darfst du auf Kundgebung. Okay. Hey Irfan, hat mich trotzdem gefreut. War eine geile Diskussion. Müssen wir nochmal machen. Ja, war super, war super. Ciao, ciao. Machen wir. Mach auf jeden Fall. Alles klar, dir alles Gute, Tesla. Bis dann. Ja, auch Ciao, mal. Guten ciao. Abend. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Soll ich rausgehen? Okay, dann gehe ich raus. Ja, geh du raus. Ich weiß nicht, vielleicht. Alle Unterstützer, ja, wir haben haushoch gewonnen. Tesla, zweimal habe ich, glaube ich, verloren. Wie viel haben wir? Wir haben aber, was weiß ich, 10 Runden oder sowas gemacht. Von denen habe ich zweimal verloren. Ja, Extra Stream wird es auf jeden Fall geben. Extra Stream wird es geben. Ich überlege nur wann. Was ist heute Samstag? Am Mittwoch, Freitag. Ja, dann wahrscheinlich Montag. Montag Extra Stream. Danke, Peter. Montag mache ich Extra Stream. Hol Gäste, ja, ich hol dann Gäste. Danke, Peter. Aber warte mal, ich kann hier keine Gäste reinholen. Danke, Tabaluga. Stream liken. Platz 64 bei aufstrebende Stars. Platz 64. Sauber. Danke an alle, die liken. Tesla ist auf Platz 24. Ja, ich bin echt gespannt, wie diese Sache mit Flair weitergeht. Ich gehe kurz raus und dann mache ich Stream neu. Weil ich kann keine reinholen. Warum kann ich keine reinholen eigentlich? Ich sehe unten nur, da steht nur Hosts. Ja, okay. Okay, P, ich hab's gelesen. Passt, passt. Ja, danke, danke, danke. Du auch. Ciao, tschüss. Danke, Rubicon. Okay, ich gehe jetzt. Ich tue jetzt den Livestream beenden. Ich schau mal. Vielleicht gehe ich jetzt noch mal. Vielleicht gehe ich jetzt noch mal. Vielleicht mache ich noch einen neuen Livestream. Also Leute, bis gleich.